Vielen Dank für die Einladung und auch vielen Dank an Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, für den sehr zahlreichen Besuch an einem späten Montagabend. Das freut mich sehr. Ich möchte im Rahmen meines heutigen Vortrags anhand einzelner Fallbeispiele von ehemaligen Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen die Rahmenbedingungen, die Handlungsspielräume der ausländischen Zwangsarbeiter in Österreich, vor allem in Österreich, aufzeigen, möchte dies anhand auch einzelner Zitate ehemaliger Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen machen. Das beruht nicht nur, aber doch sehr stark auf den Forschungen gemeinsam mit Ela Hornung und Ernst Langthaler für die Historikerkommission. Wir haben im Rahmen dieser Forschung circa 20 Interviews mit ehemaligen Zwangsarbeitern gemacht, und zwar mit polnischen Zwangsarbeitern, mit Leuten in Russland, in Frankreich, mit italienischen Zwangsarbeitern und mit ungarischen Juden und Jüdinnen. Und glücklicherweise kann ich heute bei diesem Vortrag ein wenig aus diesem Pool schöpfen. Andererseits werde ich auch einzelne Beispiele nochmals präsentieren oder vielleicht verstärken, die sich in der genannten Ausstellung finden. Deswegen gleich eine Vorbemerkung. Der Titel des heutigen Vortrags lautet ja Arbeits- und Lebensbedingungen ausländischer Arbeitskräfte in der Ostmark, unter Anführungszeichen. Ich werde auch einzelne Beispiele aus Deutschland, also aus dem Altreich bringen, weil ich einfach auch glaube, dass die ganz interessant sind oder sehr, sehr imposante Abbildungen sind, habe mich aber tatsächlich versucht, auf das heutige Gebiet Österreichs zu beziehen. Zwei weitere Vorbemerkungen. Im Zentrum meines heutigen Vortrags stehen die sogenannten zivilen Arbeitskräfte aus ganz Europa, die ab 1939 ins Reich gebracht wurden. Viele von Ihnen wissen, was zivile Arbeitskräfte sind, deshalb nur ganz kurz. Es gibt im Wesentlichen eine Unterteilung der Zwangsarbeitsgruppen in vier Gruppen, in zivile Arbeitskräfte, Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge und ungarische Juden und Jüdinnen. Zivile Arbeitskräfte waren jene, denen bei der Rekrutierung vorgegaukelt wurde, dass sie einen Arbeitsvertrag kriegen, dass sie mit diesem Arbeitsvertrag ins Reich kommen können, dort eine teilweise befristete Tätigkeit aufnehmen können und eventuell auch dafür entlohnt werden und die Gelder zurücküberweisen können in ihre Herkunftsgebiete. Die tatsächlichen Bedingungen waren dann andere, also es waren das alles sehr viele Versprechungen, angefangen damit, dass sehr oft die Vertragsdauer nicht eingehalten wurde, dass die Leute, die einen Vertrag hatten für ein Jahr, dann 5, 6, 7 Jahre, na, 6 Jahre in Österreich waren, nicht mehr nach Hause gehen konnten. Entlohnung war zumeist auch keine. Sie erhielten zwar pro forma eine Entlohnung, es gab aber derart viele Abzüge, insbesondere für polnische und sowjetische Arbeitskräfte, dass denen de facto gar nichts mehr übrig blieb. Auf diese Personen werde ich mich im Vortrag heute konzentrieren. Es gibt aber wenige Beispiele auch zu Kriegsgefangenen. Ja, und letzte Anmerkung, ich werde mich auch hauptsächlich auf die Landwirtschaft konzentrieren. Das liegt an meinen eigenen Forschungen. Es liegt auch daran, dass ich bei der Ausstellung Die Deutschen, die Zwangsarbeiter und der Krieg auch da für die Zwangsarbeit in der Landwirtschaft zuständig war. Das heißt, das ist auch meine eigentliche Kompetenz, aber ein Grund, weshalb ich mich auf die Landwirtschaft konzentriere, ist auch der, dass es ja gerade hier in Oberösterreich sehr rühmliche, also wirklich sehr gute Forschungen gerade zur Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie gibt, die vielen von Ihnen vielleicht bekannt sind. Ich möchte nur das Werk zu den Hermann Göring-Werken, das der Oliver Rathkolb herausgegeben hat, verweisen, aber auch
sehr viele Forschungen, die durch das Stadtarchiv in Linz hier gemacht sind. Deshalb habe ich jetzt versucht, einmal einen anderen Fokus für den heutigen Vortrag irgendwie zu gewinnen. Sie können mir dann im Anschluss sagen, ob mir das dann gelungen ist. Vielleicht ganz kurz, bevor ich dann in die Fallbeispiele einsteige, ein kurzer Überblick über, also zahlenmäßige, näher ran, okay, ist so besser. Ein kurzer Überblick über die zahlenmäßige Verteilung ausländischer Arbeitskräfte. Es ist sehr schwer, da eine genaue Zahl irgendwie der Menschen zu ermitteln, die in Österreich im Zwangsarbeitseinsatz waren, weil es Fluktuationen gegeben hat, Mehrfachzählungen und so weiter. Ich nenne Ihnen daher die Zahlen für den Höchststand. Das ist der Herbst 1944. Im Herbst 1944 wurden für Österreich, also für das heutige Gebiet von Österreich, rund 580.000 zivile Arbeitskräfte registriert. Dazu kamen 70.000 KZ-Häftlinge und 40.000 ungarische Juden und Jüdinnen. Und schließlich waren zwischen 1939 und 1945 auch mindestens 310.000 ausländische Kriegsgefangene in verschiedenen Bereichen der Wirtschaft der damaligen Ostmark eingesetzt. Also Sie sehen schon, das ist eine enorme Zahl. Die größten Gruppen dieser Zivilarbeiter und Zivilarbeiterinnen, also insgesamt diese 580.000 Zivilarbeiterinnen, davon waren ca. 70% Männer und 30% Frauen. Die größten Gruppen waren die Polen und Polinnen mit ca. 106.000 Personen. Die sogenannten Ostarbeiter, das sind Russen, Ukrainer, Ukrainerinnen, Weißrussinnen aus der Sowjetunion, das waren ca. 180.000. Franzosen und einige wenige Französinnen waren rund knapp 60.000 in Österreich und Italiener und Italienerinnen ca. 50.000. Dazu noch Protektoratsangehörige ca. 55.000. Wenn man sich diese fünf größten Gruppen ansieht, dann ist schon auffällig, dass es einen ziemlichen Unterschied gab, was die Geschlechterverteilung gegeben hat. So waren zum Beispiel bei den rund 60.000 Franzosen nur 3.400 Französinnen. Bei den polnischen Arbeitskräften waren ca. 36% Frauen und bei den Sowjets waren es knapp 50% Frauen, also 50 Männer, 50 Frauen. Diese Geschlechtsverteilung hat damit zu tun, dass bei der Rekrutierung sowjetischer Arbeitskräfte ab 1941 die Weisung ergangen ist, man möge doch gleich viel Männer wie Frauen rekrutieren. Der Hintergrund war die Befürchtung, dass sowjetische Männer sonst Übergriffe auf die deutschen Frauen oder sich den deutschen Frauen zu stark nähern. Und deshalb wurden tatsächlich fast 50% auch Russinnen, Ukrainerinnen und Weißrussinnen rekrutiert. In der Regel oder im Großteil waren diese junge Mädchen im Alter ab 14, 15, 16 Jahren. Auch bei den Kriegsgefangenen gab es einige wenige Frauen, also dort ist der Großteil waren Männer, aber vor allem bei den sowjetischen Kriegsgefangenen gab es einige wenige Frauen. Ich möchte nur darauf hinweisen, weil das bei den Kriegsgefangenen sehr, sehr oft vergessen wird. Damit komme ich zu den Fallbeispielen. Ich möchte ganz gern so einen Rahmen bilden über Rekrutierung, also wie sind die Leute nach Österreich gekommen, über die konkreten Bedingungen bei der Arbeit, beim Leben in der Landwirtschaft und möchte dann schließen mit den Aspekten, wie ist es den Leuten dann nach
nach deren Befreiung gegangen, sofern dass sich das zeitlich ausgehen wird. Ich fange mit Helene Pawlik an. Ein Foto von Helene Pawlik 1940-41, bereits während dem Arbeitseinsatz in Niederösterreich. Sie posiert hier neben dem Karrengespann in ihrem Sonntagskleid. Also sie hatte ein schönes Kleid. Es zeigt aber auch, dass auch der Sonntag gerade in der Landwirtschaft tatsächlich keine Freizeit oder freie Zeit war, sondern dass auch an Sonntagen gearbeitet werden musste. Helene Pawlik geht so auch. Helene Pawlik wurde am 11. April 1915 in Radzlawice, nördlich von Krakau, geboren. Sie war das jüngste Kind, jüngste von 8 Kindern einer Bauersfamilie. Von klein auf musste sie am bäuerlichen Familienbetrieb mitarbeiten. Der Betrieb war jedoch zu klein, um allen Kindern ein Auskommen zu sichern. Dadurch konnte Helene Pawlik, ich zitiere, nicht zu Hause bleiben. Zu Hause hat es keine Arbeit gegeben. Die Beschäftigungssituation in Polen der 30er Jahre war prekär und wurde nach dem deutschen Überfall auf Polen im September 1939 von den Nationalsozialisten noch konsequent verschärft, etwa durch Schließung von Betrieben, von polnischen Betrieben, durch Ansiedlung von deutschen Betrieben, in denen nur Deutsche arbeiten konnten. Vielleicht eine kurze Bemerkung, wenn ich Deutsche sage, meine ich damit immer auch Österreicher und Österreicherinnen. Also Österreich als Teil des Deutschen Reiches, Österreich war Teil des Deutschen Reiches, das heißt, ich mache nicht immer explizit darauf aufmerksam, dass bei den Deutschen auch die Österreicher und Österreicherinnen inkludiert sind. Bitte denken Sie das auch ein wenig mit. Ja, also die Situation, Arbeitslosensituation wurde konsequent verschärft. Gleichzeitig mussten sich alle Arbeitslose als solche registrieren lassen. Als Anreiz für eine Registrierung wurde eine Arbeitslosenunterstützung in Aussicht gestellt. De facto ging es jedoch um den vollständigen Zugriff auf alle Arbeitssuchenden in Polen, um sie dann sukzessive auch vor Ort oder vor allem auch im Reich in den Arbeitsprozess einzugliedern. Dies betraf auch Helene Pawlik im April 1940. Zu diesem Zeitpunkt war sie knapp 25 Jahre alt. Zu diesem Zeitpunkt gab es die Verpflichtung, dass alle Polen und Polinnen, die zwischen 1915 und 1925 geboren wurden, ihre Arbeit im Reich ableisten sollten. Damit auch die 1915 geborene Helene Pawlik. Folgendermaßen beschreibt sie ihre Rekrutierung. Und der Hitler hat die Ausländer und mich und vom Nachbarn wieder einen Burschen und von jedem Haus hat man jemanden genommen. Zunächst versuchte sie, sich der Fahrt ins Reich zu entziehen und versteckte sich, Zitat, 3 Wochen in den nahegelegenen Wäldern. Aus Angst, erschossen zu werden, vielleicht auch aus Angst, dass ihre Familienangehörigen an ihrer Stelle rekrutiert oder gefangen genommen werden konnten, kehrte Helene Pawlik in ihr Elternhaus zurück. Kurz danach, Zitat, kommen sie, die 2 Polizisten und einer von den deutschen Soldaten, zu mir. Na und da hat er gesagt, der unsrige, also der polnische Polizist, hat er gesagt, wenn du nicht gehst, das muss ich dir sagen, da erschießt er mich. Am 17. Juni 1940 begab sie sich gemeinsam mit 5 anderen Dorfbewohnerinnen nach Krakau, wo alle in einem Lager interniert und medizinisch untersucht wurden. Sowohl die medizinische Untersuchung als auch insgesamt die Bedingungen im Lager empfand sie als demütigend. Alle Deportierten, gleich welchen Alters oder Geschlechts, waren zusammen. Es bestanden keine Rückzugsmöglichkeiten, keine Intimsphäre.
Die Schrecken in diesem Lager bewegten offenbar einige ihrer Bekannten zu Fluchtversuchen. Sowohl eine Freundin als auch ein junger Mann hatten versucht, Zitat, beim Fenster hinauszuhüpfen. Der junge Mann dürfte ums Leben gekommen sein, denn die jungen Burschen, die haben ihn weggeräumt. Todesgefahr war ein dauerhafter Begleiter, der dazu führte, dass sie den Anordnungen der Deutschen ohne Widerrede sich fügte. Nach 2 Tagen im Lager in Krakau erfolgte der Transport über Wien nach St. Pölten, wo sie am 23. Juni 1940 ankam. Am dortigen Bezirksarbeitsamt wurde sie unter demütigen Bedingungen durch den Landwirt Franz Bauer aus Hafnerbach ausgewählt. Die demütigen Bedingungen bestanden darin, dass eine Art, ja, so wie wir uns heute einen Viehmarkt vorstellen, so wurden die Zwangsarbeiter aufgestellt und es kamen die Bauern und haben sich die Leute ausgesucht. Ganz anders die Rekrutierung von Sergei Zacharowitsch Ragulin. Der Blonde ist der Sergei Zacharowitsch, da ist er ungefähr im Alter von 15 Jahren. Das ist auch zum Zeitpunkt seines Arbeitseinsatzes in Niederösterreich. Er hat, wie Sie auf dem Foto vielleicht sich gedacht haben, einen schönen neuen Anzug an, von dem erzählt er, dass er in den 3 Jahren, wo er bei dem Bauer gearbeitet hat, ein einziges Mal eine Entlohnung gekriegt hat, nämlich ein wenig Geld, damit er sich einen neuen Anzug kaufen konnte. Und da hat er dann gleich ein Foto von sich in dem schönen neuen Anzug machen lassen. Sergei Zacharowitsch wurde am 15. Oktober 1928 als Einzelkind im Oblast Orlowo in der Sowjetunion geboren. Die Familie lebte bis zur Kollektivierung der Landwirtschaft im Geburtsort. Danach fand der Vater Arbeit beim Moskauer Metrobau und holte Frau und Kind nach Moskau. Der Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion 1941 beendete diesen Zeitabschnitt. Zitat: Und plötzlich, morgens am 22. Juni, verkündete man, es ist schwer, den Ausbruch des Krieges, erzählt Sergei Zacharowitsch unter Stöhnen und Schluchzen. Aufgrund des unerwartet schnellen Vormarsches der Wehrmacht wurde Sergei Zacharowitsch gemeinsam mit der Mutter auf das als sicher geltende Land evakuiert, dem ehemaligen Herkunftsort der Familie. Dieser Ort befand sich jedoch bald an der Frontlinie, denn zu diesem Zeitpunkt versuchte die Wehrmacht auf Moskau vorzurücken, kam zu ersten Rückschlägen und der Ort befand sich tatsächlich an der Frontlinie. Über mehrere Monate ging das so und Sergei Zacharowitsch und seine Mutter waren tatsächlich permanent und direkt von diesen Kampfhandlungen bedroht. In Sergei Zacharowitschs Worten: Hier begann unser Leiden. Die Hoffnung, die Rote Armee würde die deutschen Truppen bald zurückdrängen und den Wohner der Familie befreien, erfüllte sich nicht. Vielmehr wurden die beiden durch die Deutschen, Zitat, ins Innere eskortiert, ins Hinterland. Dort war die Ernährungssituation prekär und zumindest in einem Fall lebensbedrohlich. Gemeinsam mit seiner Mutter hatte Sergei Zacharowitsch versucht, Lebensmittel aus ihrem Haus zu holen, in welchem mittlerweile deutsche Soldaten einquartiert waren. Sie wurden überrascht und zu einem Exekutionsplatz geführt. Sergei Zacharowitsch erzählt: Wir begriffen, dass wir bereits verloren sind. Also sie brachten uns hinaus, hinters Dorf. Dort war so eine Schlucht. So, da. Haben sie die Pferde angehalten, etwas untereinander gesprochen, so ein paar Minuten lang. Dann haben sie zu uns gesagt: Gemma. Und sie haben uns mit quergelegten Maschinenpistolen mit dem Gesicht zur Schlucht aufgestellt und sagten: Geht, gimmer. Nun, wir gehen. So war es.
Persönlich, mein Gefühl sagte mir, ich habe auf einen Schuss in den Rücken gewartet. Wir sind so 30 Meter gegangen, keine Schüsse. Ich habe mich umgeschaut, die Soldaten stehen immer noch da. Immer noch so da, aber die Maschinenpistolen bereits gesenkt und sie reden untereinander. Da habe ich mich auf der Stelle weggedreht und ging schneller. Und wir alle an den Rand der Schlucht. Ist nicht mehr weit, rannten und purzelten übereinander in die Schlucht hinunter. Schüsse folgten nicht. Wir haben uns dort ein wenig aufgerichtet, sind zur Besinnung gekommen. Wir leben noch und sind unversehrt. Wir sind zum Rand der Schlucht hochgegangen, haben hochgeschaut. Sie wenden die Pferde mit dem Schlitten und fuhren zurück. Das war's schon. Gegen Abend sind sie zurückgefahren. Nun, wir haben uns entsprechend gefreut. Auch diese Erzählung von Sergei Zacharowitsch ist geprägt von Schluchzen, von also immer wieder gepresster Stimme, das auch sehr, sehr deutlich macht, wie lebensbedrohlich diese Situation für ihn tatsächlich auch war. Im Frühjahr 1942 wurden Mutter und Sohn schließlich ins Reich deportiert. Sie wurden bei einer, Zitat, der üblichen Razzien eingesammelt. Aus dem Dorf wurden, Zitat, alle mehr oder weniger gesunden, kräftigen Leute rekrutiert und nach Orel in ein Sammellager gebracht. Danach erfolgte der Transport mittels eines Güterwaggons in das Reich. Der Transport war für den damals 13-Jährigen angsteinflößend, was im Interview hauptsächlich nonverbal transportiert wird, durch mehrfaches Stöhnen, durch Seufzen, durch Zähneknirschen. Besonders beklemmend sind die Schilderungen, wonach die Menschen zu den Zügen gejagt wurden und unter Schreien der Bewacher ihre Notdurft verrichten mussten. Die Fahrt führte nach Wien, wo sie verköstigt wurden. Ein erster Eindruck Österreichs war der folgende. Ich zitiere Sergei Zacharowitsch. Vor Wien bin ich zum Fenster des Waggons gekrochen und durch das Fensterchen habe ich die Natur erblickt. War ein großes Feld von mehreren Hektar. Und grün und Wald, grün, eine Schönheit und Häuschen, mehrere Häuschen. Das heißt, da war ein friedliches Leben und gerade das hat mir die Seele, das hat mich schier umgeworfen. Der erste Eindruck von einem friedlichen Leben. Das heißt, wie lange waren wir, haben wir Tod und Zerstörung gesehen und plötzlich so ein ruhiges, friedliches Leben. Von Wien aus erfolgte der Weitertransport in Güterwaggons zum Arbeitsamt nach Gänserndorf. Sergei wurde gemeinsam mit seiner Mutter und zwei weiteren sowjetischen Arbeitskräften für die Landwirtschaft der Brüder Ernst und Adolf Krisch in Zwerndorf in Niederösterreich ausgewählt. Sergei Zacharowitsch war damals 13 Jahre alt, seine Mutter Mitte 30. Damit entsprachen beide den Anforderungen landwirtschaftlicher Arbeiter, Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen nicht. Und sie zählten auch zu den Letzten, die ausgesucht wurden. Zitat: Wir waren so 50 Leute, ich weiß nicht, vielleicht 40. Also ich war sozusagen in einem mittleren Alter, aber uns haben sie nicht genommen. Uns haben sie erst als Letzte genommen. Soweit zwei Beispiele, die die Extreme der Rekrutierung ausländischer ziviler Arbeitskräfte zeigen. Eines, das Beispiel von Helene Pawlik, quasi eine freiwillige Anwerbung, bei der, wie gezeigt, durchaus entsprechender Nachdruck erfolgte. Beim anderen, bei Sergei Zacharowitsch, Razzien von Menschen, willkürliche Razzien von Menschen. Die Rekrutierung fand in diversesten Formen, in Mitteldingern dieser verschiedenen Formen statt. Razzien fanden in allen besetzten Gebieten statt, vor allem aber auch in der Sowjetunion und vor allem auch mit zunehmenden
Kriegsverlauf, vor allem auch ab dem Zeitpunkt, wo die ersten Niederlagen der deutschen Wehrmacht erfolgten und damit auch die deutsche Wehrmacht in der Sowjetunion zurückgedrängt wurde. Eine letzte Form möchte ich nur kurz erwähnen, das ist die sogenannte Konskription. Konskription heißt, dass Zwangsarbeiter jahrgangsweise zum Zwangsarbeitseinsatz verpflichtet wurden. Diese Form fand vor allem in Südfrankreich statt. Ab 1942, da wurden dann zum Beispiel alle Männer des Jahrganges, die 1922 geboren waren, als erste zum Reichseinsatz verpflichtet. Durchaus auch unter Mithilfe des Vichy-Regimes. Jetzt sind diese Personen in Österreich angekommen. Wie sahen jetzt die konkreten Arbeits- und Lebensbedingungen dieser Menschen aus? Es ist sehr schwierig, dies einfach zu erzählen, weil tatsächlich die Arbeits- und Lebensbedingungen sehr, sehr vielfältig waren. Sie waren zunächst zum einen abhängig von der nationalen Zugehörigkeit der ausländischen Arbeitskräfte, das heißt, wie stark die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen reglementiert waren. Sie hingen davon ab, sagen wir mal, ob die Arbeitskräfte Glück hatten mit dem Arbeitgeber, mit dem Dienstgeber, ob die ihre Leute gut behandelt haben oder weniger gut. Sie hingen davon ab, in welchen Wirtschaftssektoren die Arbeitskräfte eingesetzt wurden. Hinsichtlich der nationalen Unterschiedlichkeiten gab es quasi für die zivilen Arbeitskräfte eine Hierarchisierung der Arbeitskräfte nach der rassistischen Ideologie der Nationalsozialisten. Im Wesentlichen bestand diese Hierarchisierung darin, dass an der höchsten Stelle Menschen anderer als arisch geltender Nationen standen, etwa die Flamen, danach die Angehörigen befreundeter Nationen, etwa die Italiener, zumindest bis 1943, dann die Angehörigen westeuropäischer Länder, darunter waren die Polen, nochmal darunter die Sowjets und schließlich die ungarischen Juden und Jüdinnen. Für all diese Gruppen waren die Lebensrealitäten sehr stark durch Reglementierungen oder versuchten die Nationalsozialisten die Lebensbedingungen sehr stark zu reglementieren. Für die Gruppen, die am unteren Ende der Hierarchie stand, in ganz besonderer Weise. Dies betrifft zunächst die polnischen Arbeitskräfte, von denen wir für Niederösterreich bereits für den Herbst 1939 die ersten auffinden konnten. Für diese polnischen Arbeitskräfte, die aus der Sicht der Nationalsozialisten quasi zu Untermenschen zählten, wurde ein sehr umfangreiches Paket an Reglementierungen eingeführt, nämlich bereits im Frühjahr 1940 die sogenannten Polenerlasse. Diese Polenerlasse waren sehr, sehr umfangreich. Ich werde in der Folge auch ein bisschen darauf eingehen, was alles beinhaltet war in diesen Polenerlassen. Sie wurden aber in derartigen Schriftstücken auch ein wenig zusammengefasst. Ich habe das Foto oder die Abbildung vor allem deshalb ausgewählt, weil es doch den Zugang der Nationalsozialisten zu den polnischen Arbeitskräften sehr verdeutlicht. Ja. Es ist nämlich nur die Rede von den Pflichten der ausländischen Arbeitskräfte. Also Rechte hatten sie scheinbar keine. Ähnlich wie die Polenerlasse wurden dann auch 1942 die sogenannten Ostarbeitererlasse erlassen.
die dann für die sowjetischen Arbeitskräfte ebenfalls alle Bereiche des Arbeitens und Lebens reglementierten. Eine der Pflichten, die aus der Sicht der Nationalsozialisten offenbar sehr wichtig war, war die Pflicht zur Kennzeichnung. Das ist ein Foto von Antoni Brilinski, einem polnischen Arbeiter, der in einem Gutsbetrieb in Rehfelde in der Nähe von Berlin eingesetzt war. Das Foto habe ich ausgewählt wegen diesem P-Zeichen. Das ist dieses Polen-Kennzeichen. Die polnischen Arbeiter erhielten bei ihrer Registrierung bei den Arbeitsämtern diese Polen-Kennzeichen, mussten diese permanent tragen, soweit ich mich erinnere, haben sie 3 Stück gekriegt, also für jedes Kleidungsstück eines. Also wurde davon ausgegangen, dass sie nur 3 Kleidungsstücke haben. Das sollte permanent dort verankert sein. Der Hintergrund war oder die Idee der NS-Ideologen war, dass die Polen jederzeit also nach außen kenntlich waren. Für jeden Deutschen, jeden Österreicher, jede Österreicherin erkennbar war, dass es sich hier um einen Polen handelte, denn es war ein Kontakt zwischen Deutschen und Polen, sollte weitestgehend eingeschränkt, weitestgehend reduziert werden. Oder er sollte auf das Minimum, das Notwendigste für den Arbeitsprozess reduziert werden. Es sei vorweggenommen, dass in der Landwirtschaft diese Kennzeichnung tatsächlich keine sehr große Rolle gespielt hat, nämlich dahingehend, dass gerade in den dörflichen Gegenden jeder jeden kannte. Das heißt, man kannte, man wusste, wer die Einheimischen waren, wer die Ausländer oder die Zugrasten waren, und dafür brauchte es diese Kennzeichnung nicht. Gleichwohl war es den nationalsozialistischen Behörden, also den Gendarmen, den Kreisleitern, den Landesräten, ein unglaubliches Anliegen, dass diese Kennzeichnungspflicht eingehalten wurde und dass auch die Arbeitgeber der Polen dazu angehalten wurden, darauf zu achten, dass die das trugen. Wenn sie dieses Kennzeichen nicht trugen, bedeutete dies durchaus Sanktionen. Dennoch haben Einzelne versucht, diese Kennzeichnung zu umgehen. Auf diesem Bild sehen wir in der Mitte Tadeusz Brzeski, ein polnischer Zwangsarbeiter, der ab 1940 bei den Vereinigten Jute-Spinnereien und Webereien AG in Hamburg-Billstedt zur Zwangsarbeit eingesetzt war. In seinem Bericht im Rahmen der Entschädigungsleistungen in den 1990er Jahren schreibt er: Man hat uns Polen verboten, sich ohne einen außen auf die Kleidung aufgenähten Buchstaben P vom Wohnort zu entfernen. Wir behalfen uns, indem wir das Leinen mit dem Buchstaben auf ein Stück Blech zogen, an dem eine Nadel angebracht war. Im durch deutsche Polizei kontrollierten Gebiet trugen wir den Blechanstecker mit dem Buchstaben. Außerhalb dieses Gebiets entfernten wir das Blech und konnten uns mit einer großen Dosis Risiko frei durch Hamburg bewegen. Wie gesagt, die Kennzeichnung sollte ermöglichen, dass man die Zwangsarbeiter sofort erkennt, weil die Kontakte zwischen den Zwangsarbeitern und also zwischen den ausländischen Zwangsarbeitern und den Deutschen auf ein Mindestmaß reduziert werden sollte. Dies betraf ausnahmslos alle Arbeitskräfte. Bei polnischen, sowjetischen und jüdischen zivilen Arbeitskräften sowie bei Kriegsgefangenen wurden sie jedoch besonders bewacht und teilweise auch hart sanktioniert. Dieses Foto zeigt einheimische Landarbeiterinnen, den französischen Kriegsgefangenen Nobile Citerneschi und 2 deutsche Soldaten.
die als Bewacher des Kriegsgefangenen fungierten. Also der französische Kriegsgefangene ist der ganz außen, erkennbar auch an seiner Uniform. Vermutlich erregte dieses Foto die Aufmerksamkeit der NS-Behörde, weil es einen Kontakt über das Notwendigste hinaus zeigte, zumal Czerneski das Foto von seiner ehemaligen Arbeitgeberin zum Abschied erhalten hatte, als er von der Landarbeit in Atzenbruck in das Stallag Krems-Gneixendorf zurückgerufen wurde. Möglicherweise wurde auch eine sexuelle Beziehung vermutet, die im Normalfall aufs Schärfste geahndet wurde. Dazu komme ich aber noch. Obwohl Letzteres nicht belegt werden konnte, wurde Marie Renner, die Bäuerin, vor das Sondergericht in Wien zitiert, gegen Czerneski ein Kriegsgericht einberufen. Geahndet als sogenannten verbotenen Umgang wurden aber bereits geringfügigere Vergehen, wie etwa das Zustecken von Butterbroten oder von Zigaretten oder einfach von Gesprächen mit ausländischen Arbeitskräften. Ja, zu machen. Als besondere Form des verbotenen Umgangs galt der verbotene Geschlechtsverkehr, der wurde besonders überwacht, der ja, sollte aus der Sicht der Nationalsozialisten natürlich nicht stattfinden, und zwar mit keinem Angehörigen anderer Nationalität. Im Falle von Polen und Sowjets wurde er jedoch besonders hart geahndet, nämlich mit der Tötung durch Erhängen des Mannes, wenn er denn einem Geschlechtsverkehr mit einer deutschen Frau oder einem Mädchen überführt wurde. In diesem Zusammenhang ist schon zu erwähnen, dass diese Gerichtsakten, die es zu diesen Fällen gibt, tatsächlich sehr abstoßend sind, weil man in diesen Gerichtsakten tatsächlich auch, ja, ich würde mal sagen, den Voyeurismus der deutschen Beamten sieht, die wirklich alles im Einzelnen, in detailliert wissen wollten. Was an diesem Fall, an diesem Bild, das ist eines der ganz wenigen Bilder, die es überhaupt gibt von solchen Exekutionen eines polnischen Zwangsarbeiters. Was an diesem Bild wichtig ist, ist der Personenkreis im Hintergrund. In der Regel wurden die Polen und Ostarbeiter nämlich vor Ort, in dem Ort, in dem sie gearbeitet haben, erhängt. Zu diesen Erhängungen wurde durch die Polizei, ja, man sieht die Maus, okay, durch die Polizei wurden die Angehörigen der gleichen Nationalität vor Ort geführt, die sich dann dort auch die Exekutionen ansehen mussten. Ja, und in den Lebensberichten der ehemaligen Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen werden diese Erinnerungen an solche Exekutionen vor Ort als besonders schrecklich und ja, bedrohlich erinnert. Ich gehe weiter. Ja, wir können ihn schon lassen. Ausländische Arbeitskräfte, zwar Polen, Polinnen und Sowjetbürger, durften in der Regel ihren Arbeitsort nicht verlassen. Und wenn, dann nur unter Aufsicht bzw. Bewachung. Somit war ihnen weder die Benutzung von Fahrrädern noch von öffentlichen Verkehrsmitteln erlaubt. Stellen wir uns nun vielleicht einmal die Situation in Österreich vor. Ein kleines Dorf, vielleicht eine Streusiedlung, wenige Menschen in der Umgebung, zumeist keine Landsleute, mit denen man reden hätte können. Diese Situation führte nicht selten zu psychischen Problemen bei den Ausländerinnen.
Zitat. Anfangs war ich total verloren. Also ich war allein in einem kleinen Dorf. 8 Tage lang habe ich versucht, mich umzubringen. Ich konnte die Einsamkeit nicht ertragen. So erinnert François Coe die Situation der ersten Wochen auf einem Bauernhof in der Nähe von Hollabrunn. François Coe wurde im Zuge der Konskription des Jahrganges 1922 nach Österreich deportiert, kam über das Verteilungslager in Strasshof, dann nach Hollabrunn und war dort in dem Dorf der einzige Franzose. Er erzählt in diesem Interview weiter, wie sehr seine Landsleute die kriegsgefangenen Franzosen beneidet habe. Diese seien nämlich in einem Lager gewesen. Sie hätten zumindest die Möglichkeit gehabt, miteinander zu sprechen, in ihrer Sprache zu sprechen. Er war allein mit einer Arbeit, die er nicht kannte. Nicht kannte, das beschreibt er damit, dass er meint, die haben hier mit Rindern gearbeitet, alles mit Kühen. Wir in Frankreich haben die Landwirtschaft mit den Pferden bearbeitet. Also darin schildert er auch seine Fremdheitserfahrungen. Natürlich war vielen auch der Besuch von Freizeitvergnügungen verboten. Manch einer setzte sich jedoch gekonnt über derartige Verbote hinweg. So auch Sergei Zacharowitsch Rogulin. Ich zitiere. Ich habe ja schon erzählt, dass ich sogar nach Wien gefahren bin, aber ohne aufgenähtes Zeichen, ohne alles. Und im Prater, wir haben hier in Moskau im Gorki-Park auch, der ist ungefähr auch so etwas, auch so eine Einrichtung, ein Kultur- und Vergnügungspark, ja, also. Aber, also 43, ja, da war ich zum ersten Mal in Wien. Da habe ich mich gewundert über diesen Prater. Dort gab es ein Riesenrad. Dort, oder wie es heißt, Teufelsrad. Da waren Kabinen drauf. Wenn die Kabinen bei uns für 2 Personen waren, so waren sie dort wie ganze Waggons. Für wahrscheinlich 10 Leute. Das ist mir komisch vorgekommen. Das war toll. Wenn sich das Rad hinaufgedreht hat, lag ganz Wien vor einem da. Man konnte ganz Wien sehen, mit Freude. So war das. In dieser kurzen Erzählung des damals 15-Jährigen spiegelt sich die Begeisterung für diesen willkommenen Ausbruch aus dem Alltag des Arbeitens. Gleichzeitig zeigt er aber auch unterschiedliche Bewegungsfreiräume für West- und Ostarbeiter in der gering bemessenen arbeitsfreien Zeit. Während französischen Arbeitern der Besuch von Wirtshäusern, Freizeitvergnügungen und ähnlich sehr wohl erlaubt war, so besuchte etwa auch François Coe den Prater, musste Sergei Zacharowitsch bei seinem Praterbesuch seine Identität verbergen. Die ganze Zeit hatte er Angst, als Ostarbeiter erkannt zu werden und damit auch bestraft zu werden. Das heißt, er hat die ganze Zeit befürchtet, dass er jetzt von irgendjemand angesprochen wird und er nicht auf Deutsch antworten kann und es dadurch erkannt wird, dass es sich um einen Russen handelt. Ebenfalls verboten und damit, war ein Arbeitsplatzwechsel. Also die ausländischen Arbeitskräfte wurden durch die Arbeitsämter an eine Arbeitsstelle zugewiesen. Dies galt auch für deutsche Arbeitskräfte, deutsche und österreichische Arbeitskräfte. Der Unterschied war allerdings die Form der Bestrafung. Sehen wir uns dazu ein Beispiel aus der Ausstellung in Steyr an. Sie sehen hier das Gestapo-Foto von Wladyslaw Karasinski. Dieser arbeitete ab 1939 in einem Landwirtschaftsbetrieb in der Nähe von Würzburg. Aufgrund der schlechten Behandlung durch die Dienstgeberinnen, wie auch der schlechten Verpflegung, verließ er den Arbeitsplatz und suchte sich eine Arbeit in Sachsen in der Rüstungsindustrie. Dort wurde er ausgeforscht und Anklage gegen ihn erhoben. Der örtliche Gendarm bestätigte seine Klagen. Dennoch musste Wladyslaw Karasinski
zum ursprünglichen Arbeitsplatz, also zu den Bauern zurückkehren und auch dort wieder arbeiten. Da die Behandlung nicht besser wurde, suchte er sich erneut auf eigene Faust eine Arbeitsstelle. Es sei hier betont, Wladyslaw Karasinski hat nicht etwa versucht, sich dem Arbeitseinsatz zu entziehen. Er blieb im Reich. Er suchte sich allerdings eine Arbeit, die ihm besser entsprach. Gleichwohl wurde er neuerlich ausgeforscht. Dieses Mal endete die Untersuchung der Gestapo nicht mehr glimpflich. Wladyslaw Karasinski wurde in das KZ Flossenbürg überführt. Dort starb er. Wladyslaw Karasinski hat diesen Arbeitsplatz gewechselt, weil aus seiner Sicht die Lebensbedingungen katastrophal waren. Und ein Aspekt, den er sehr stark in seinen, also er schreibt einen Abschiedsbrief aus dem Gefängnis an seine Familie, und was er dort sehr stark betont, ist einfach die sehr, sehr schlechte Ernährung beim Bauern. Das verweist auf einen Aspekt, der sich in der Literatur sehr, sehr oft findet, nämlich die Einschätzung, dass die Zwangsarbeit in der Landwirtschaft das kleinere, das geringere, das leichtere Los gewesen wäre. Diese Einschätzung wird vielfach damit begründet, dass die Ernährungslage in der Landwirtschaft eine bessere gewesen wäre. Diesem Befund ist zwar zuzustimmen, jedoch mit Abstrichen. So ist etwa bekannt, dass sowjetische Kriegsgefangene zur Aufpäppelung in die Landwirtschaft kamen. Also bei den sowjetischen Kriegsgefangenen war die Situation die folgende, dass zunächst diese nicht für den Arbeitseinsatz im Reich vorgesehen waren. Sowjets galten als Untermenschen, als lebensunwert. Dies hatte zur Folge, dass fast millionenfach die Gefangenen ihrem Schicksal überlassen wurden in improvisierten Lagern, ohne sanitäre oder hygienische Maßnahmen, mitten am Feld, allerdings unter Bewachung. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Entscheidung getroffen wurde, sowjetische Kriegsgefangene zum Zwangsarbeitseinsatz heranzuziehen, sind von den circa 3 Millionen Gefangenen ungefähr die Hälfte an mangelnder Ernährung, an Kälte, an Krankheiten wie Typhus oder ähnlichen gestorben worden. Die restlichen, das war auch, oder viele von den restlichen, deren Situation war tatsächlich lebensbedrohlich, und viele wurden in die Landwirtschaft gebracht, um dort aufgepäppelt zu werden, um ein bisschen Nahrungsmittel zu kriegen. Inwieweit das gelungen ist, habe ich keine Hinweise. Was durchaus festzustellen ist, dass es in der Landwirtschaft generell einen besseren Zugriff auf Lebensmittel gegeben hat, weil es Lebensmittel aus der eigenen Produktion gegeben hat. Dies bedeutete jedoch nicht zwangsläufig, dass die Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen davon profitieren konnten. Denn letzteres lag im Ermessen der Dienstgeber und Dienstgeberinnen. Die Bauern und Bäuerinnen entschieden darüber, ob, was und wie viel sie ihren Zwangsarbeitern zu essen gaben. Und sie hatten einen großen Ermessensspielraum. Es ist zwar, also ich möchte schon feststellen, dass auch bei uns in den von uns geführten Interviews für die Historikerkommission keiner der Interviewpartner auf eine unzureichende Ernährung rekurriert hat. Das Beispiel von Wladyslaw Karasinski zeigt jedoch, dass es auch die andere Seite gibt. Das heißt, der Zwangsarbeitseinsatz in der Landwirtschaft ist davon abhängig, wie die Arbeitgeber mit den Leuten umgegangen sind. Und da hat es einfach einen großen Spielraum für die Bauern, für die Bäuerinnen gegeben, bis dahin, dass teilweise die
Leute nichts zu essen gekriegt haben. Dies ist jetzt auch vor dem Hintergrund dessen zu sehen, dass die Arbeit in der Landwirtschaft tatsächlich für viele der Arbeitskräfte sehr ungewohnt war, dass es eine harte körperliche Arbeit war, die keinen geregelten Zeiten entsprach, die jahreszeitlichen wetterbedingten Gegebenheiten folgte. Das heißt, im Sommer wurde länger gearbeitet, im Winter kürzer. Es gab keinen freien Arbeitstag, zumindest nicht in den arbeitsintensiven Phasen. Und betont werden muss auch, dass vor allem in der späteren Zeit, also ab 41, 42, vor allem Frauen in der Landwirtschaft als Arbeitskräfte eingesetzt wurden, also die teilweise bereits erwähnten 14, 15, 16-jährigen Mädchen, die diese harte körperliche Arbeit noch viel weniger gewohnt waren. Was aber die Lebensbedingungen in der Landwirtschaft besonders charakterisierte, war, dass es quasi eine Verfügungsgewalt der Bauern und Bäuerinnen rund um die Uhr gab. Also auf alle Bereiche des Lebens. Arbeit wie arbeitsfreie Zeit. Denn die ausländischen Arbeitskräfte lebten in der Regel bei den Bauern. Also es gab zwar Regelungen, dass Kriegsgefangene und sowjetische Männer zunächst in Lagern untergebracht werden sollten und in der Früh zum Bauernhof transportiert und am Abend wieder zurückgebracht werden sollten. Dies wurde aber de facto relativ schnell wieder dahingehend korrigiert, dass die vor Ort am Bauernhof arbeiten und leben konnten, mussten. Das hat irgendwie diese zusätzliche Arbeit oder Hin- und Rückweg zwar erspart, andererseits aber auch die Kontrolle oder die Zugriffsmöglichkeiten der Bauern, Bäuerinnen in der arbeitsfreien Zeit. Ich habe ein Zitat einer einer russischen Interviewpartnerin, okay, nämlich von Valentina Ivanovna Murashova. Sie war zunächst als Hausmädchen und schließlich in der Landwirtschaft eingesetzt. Sie erzählt: Als wir also beim Bauern waren, beim letzten, was ich erzählt habe, bei ihnen, setzten sie sich so an den Tisch und sagten ein Gebet. Also das hat mir gut gefallen. Und nebenan, also beim Tischler nebenan, waren russische Mädchen. Ich habe ihnen gesagt, also wenn du nicht auf Deutsch beten kannst, bete auf Russisch. Was macht das für einen Unterschied? Du siehst ja, wie die Leute am Tisch sitzen und beten. Und du sitzt ja auch an ihrem Tisch. Also, sie hat gebetet. Und dann ist ihr Fahrt geworden. Sie hat angefangen, Lieder zu singen. Wie hat er sie nur hergeschlagen? Hergeschlagen. Sie war ganz blau. Blau war sie. Dieses Zitat zeigt, dass es eben auch in der arbeitsfreien oder in der sogenannten arbeitsfreien Zeit auch Übertritte oder etwas, was als nicht konform erachtet wurde, durchaus Bestrafungen nach sich zog. Und das ist eines der Unterschiede zu den Zwangsarbeitern etwa in der Rüstungsindustrie, die mehrheitlich in den Lagern untergebracht waren, oder auch zu Kriegsgefangenen, die in Lagern untergebracht waren. So sehr, so prekär dort die Ernährungssituation war, da waren sie einmal ein bisschen abseits der Bewacher und Bewacherinnen. Diese Rückzugsmöglichkeiten gab es in der Landwirtschaft nicht. Die andere Seite dessen, das hat Valentina Ivanovna kurz angesprochen, man saß an einem Tisch. Die sogenannte Tischgemeinschaft war den Deutschen, den Nationalsozialisten, tatsächlich ein Dorn im Auge. Ihre Vorschriften beruhten darauf, dass die ausländischen Arbeitskräfte, und zwar allesamt, unabhängig ihrer Stellung in dieser rassistischen Hierarchie,
nicht gemeinsam mit den Bauern am Tisch essen durften. Es gab auch Vorschriften, dass manchen ausländischen Arbeitskräften andere Nahrungsmittel gegeben werden mussten, etwa durften Sowjets keine Butter kriegen, sondern nur Margarine. Oder auch die Rationen waren unterschiedlich bemessen. Also bei den Sowjets waren die Tagesrationen deutlich geringer als bei allen anderen Arbeitskräften. Aber ein besonderes Dorn im Auge war den Deutschen tatsächlich diese Tischgemeinschaft. Das ist ein Anzeige aus dem Anstettner Anzeiger vom 18. April 1943, in dem darauf hingewiesen wurde, wie man sich den ausländischen Arbeitskräften zu verhalten habe. Eine kleine Anmerkung dazu. Im Alltag des gemeinsamen Arbeitens und Lebens hätte eine Abkehr von der Tischgemeinschaft jedoch einen zusätzlichen Aufwand für die Bäuerinnen bedeutet. Und darüber hinaus wusste die patriarchal organisierte Landwirtschaft sehr wohl, Hierarchien auch am Tisch einzuhalten. So, ich habe zwei kurze Aspekte noch und dann höre ich auf. Verfügbarkeit rund um die Uhr bedeutete vielfach auch sexuelle Verfügbarkeit. Bronislava Lichniak wurde als 16-Jährige 1941 bei einer Razzia in Warschau gefangen genommen. Sie wurde zur Zwangsarbeit in die Steiermark verschleppt. Sie erzählt: Ich fand Unterschlupf bei einem Bauern im Dorf Albersdorf, der ein großer Schürzenjäger in diesem Dorf war. Nach einer gewissen Zeit wurde er aufdringlich und versuchte, mich zu verführen. Ich floh zum zweiten Mal. Bereits vorher hatte sie erzählt, dass es Übergriffe durch den Bauern gegeben hat. In ihrem Fall konnte sie sich den sexuellen Übergriffen des Bauern durch Flucht entziehen. Allerdings hatte sie das Glück, dass sie offenbar einen verständnisvollen Arbeitsamtsmitarbeiter gefunden hat, denn in der Regel war ein solcher Arbeitsplatzwechsel nicht üblich. Auch die anfangs erwähnte Helene Pawlik, ich zeige sie Ihnen nochmal, erzählt von Misshandlungen und Gewalt durch den Bauern. Nur indirekt kann dabei auch auf sexuelle Gewalt geschlossen werden. Mit ihr möchte ich jedoch ein ganz anderes Thema noch mal kurz besprechen. Frau Pawlik wurde 1940 schwanger. 1941 kam der Sohn zur Welt unter schwierigsten Bedingungen. Zitat: Und viel gearbeitet habe ich da. Als ich mit dem Sepp schwanger war, habe ich viel gearbeitet. Viel gearbeitet, von Anfang bis zum Ende. Und am letzten Tag vor der Geburt, am Vormittag, habe ich noch Futter gemäht. Von der Früh bis mittags haben wir Futter abgeladen. Und dann habe ich die Kühe gefüttert, habe ihnen Wasser gebracht. Dann habe ich gesagt, ich gehe telefonieren, damit ich in das Spital komme. Da hat die Bäuerin gesagt, nein, du musst noch Kartoffel ausackern. Ich habe den Rucksack genommen und bin hinuntergefahren und habe Kartoffeln ausgeackert. Bis 4 Uhr. Um 4 Uhr habe ich gesagt, aber ich will das Kind, die Geburt nicht am Acker haben. Ich habe gesagt, ich gehe nach Hause. Als ich gehen wollte, hat die Bäuerin gesagt, nein, bleib noch da. Und so weiter. Ich bin dann gegangen, marschiert nach Hafnerbach zum Telefon und habe in St. Pölten angerufen, damit mich die Rettung holt. Damit die Rettung kommt und man ins Spital kommt. Das musste alles die Bäuerin machen. Denn im Krieg durften die Ausländer gar nicht ins Spital. Und die Rettung habe ich selber bezahlt. Die Krankenkasse und der Hitler haben gar nichts gezahlt. Das musste man selber zahlen. 20 Mark habe ich gezahlt für die Rettung. Keine Kleidung habe ich gehabt für das Kind. Ich habe so Tücher, ein Tuch gehabt. Bei dem habe ich die Fransen abgerissen. Und das hat mir die Bäuerin ins Spital gebracht. Keine Windeln habe ich gehabt für das Kind.
Die Bäuerin hat mich vom Spital abgeholt und da war eine Autobushaltestelle. Und da bin ich vom Spital gekommen und habe gewartet. Der Bub hat geweint und geweint. Die ganze Zeit hat er geschrien. Kalt ist ihm gewesen. Kalt ist ihm gewesen. Unter Tränen erzählt sie von den schwierigen Bedingungen, das Kleinkind aufzuziehen. Nicht nur die Kleidung und Nahrungszusätze fehlten. Auch konnte ihr von der Arbeit ausgezehrter Körper keine Milch für das Baby produzieren. Gleichwohl brachte sie den Kleinen durch, teilweise mit Hilfe der Bäuerin. Denn Helene Pawlik hatte die Bäuerin zur Taufpatin ihres Sohnes auserwählt. Zum einen mag dies damit zusammenhängen, dass die Bäuerin selbst von der Gewalttätigkeit ihres Mannes betroffen war und sich die beiden Frauen in dieser Gemeinsamkeit unterstützten. Zum anderen verweist die Wahl der Taufpatin aber auch darauf, dass es in den isolierten Landwirtschaftsbetrieben wenige Kontakte nach außen gab, aber auch, dass über die Wahl der Taufpaten der Versuch unternommen wurde, Allianzen zu schmieden, um das Überleben oder ein gutes Leben für den Sohn zu ermöglichen. Dass Helene Pawlik in der Auswahl der Taufpatin für ihren Sohn keine Ausnahme war, zeigt ein Blick in die Taufbücher von Mistelbach, wonach von den römisch-katholischen Müttern die Dienstgeber und Dienstgeberinnen am zweithäufigsten als Taufpatinnen ausgewählt wurden. Die häufigsten waren Angehörige der gleichen Nation, aber danach folgten bereits die Dienstgeber. Vielleicht werden Sie sich jetzt fragen, ja, wieso hattet ihr ein Kind, wieso durftet ihr dieses Kind bei sich behalten? Es gab doch diese sogenannten fremdvölkischen Kinderheime, in denen den ausländischen Arbeitskräften die Kinder abgenommen wurden, also den Frauen weggenommen wurden und gestorben lassen wurden teilweise. Die Entwicklung der also Sie kennen das vielleicht, weil das ja gerade für Oberösterreich auch dankenswerterweise recht gut erforscht ist, vor allem durch die Arbeiten von Gabriela Hauch und den Martin Kranzl-Greinecker. Deswegen werde ich ganz, ganz kurz dann nur darauf eingehen, diese Entscheidung, diese fremdvölkischen Kinderheime zu errichten, erfolgt der Spur später, etwa ab 1941, 1942. Ab diesem Zeitpunkt, also bis dahin, durften polnische und sowjetische Frauen im Falle einer Schwangerschaft sogar in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Das heißt, in vielen Fällen oder in manchen Fällen mag wohl eine Schwangerschaft auch darin begründet sein, dass die Frauen versucht haben, wieder zurückzukehren. Ab 1941, also Herbst 1941, wurde ihnen das verboten und es erfolgten dann Versuche oder Überlegungen, was man mit diesen Kindern nun macht. Und da war der Gauleiter von Oberdonau, der August Eickgruber, maßgeblich daran beteiligt, der direkt an Himmler den Vorstoß machte, man möge doch diese fremdvölkischen Kinderheime einrichten, in denen die Kinder den Frauen abgenommen werden, die Frauen möglichst schnell wieder in den Arbeitsprozess eingefügt werden sollten nach der Entbindung. Und trotzdem sollten diese Kinderheime möglichst weit weg von den Frauen sein, damit die nicht täglich bei ihren Kindern sind. Es wurde dann ein Versuchsballon gestartet in Spital am Büren. Dort gab es das erste dieser Kinderheime. Die Bedingungen waren tatsächlich prekär, also sowohl sanitär, hygienisch als auch hinsichtlich, also tatsächlich auch Vernachlässigung der Kinder. Bestätigt sogar ein der Herr Hilgenfeld, der Leiter der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt, dem man nun wahrlich nicht unterstellen könnte, er sei kein überzeugter Nationalsozialist gewesen. Selbst Hilgenfeld war bei seinem Besuch in Spital am Pyhren derart entsetzt, dass er in einem Schreiben an Himmler schreibt,
wenn man tatsächlich diese Kinder als zukünftige Arbeitskräfte haben will, dann muss man sie besser behandeln. Wenn man dies nicht will, und diese Entscheidung stehe nun an, dann gibt es einfachere und vor allem auch billigere Möglichkeiten, um die Kinder loszuwerden. De facto wurden nach Spital am Pyhrn einige dieser Kinder, also Kinderheime, bitte immer unter Anführungszeichen denken, eingerichtet, vielfach ganz in der Nähe von Rüstungsbetrieben. Die Mortalitätsrate in diesen Kinderheimen waren bis zu 90%. Also es gibt diese Lager in Norddeutschland, wo tatsächlich 90% der Säuglinge und Kinder dort gestorben wurden. Ja, ist zwar jetzt nicht das, ja, ist vielleicht eines der schwierigsten, für mich auch eines der tatsächlich traurigsten Kapitel dieses Ausländereinsatzes. Ich möchte aber doch jetzt damit schließen, was ich jetzt nicht gesagt habe, ist einige Anmerkungen zur Zeit nach der Befreiung. Vielleicht können wir das jetzt in der Diskussion noch nachholen. Vielen Dank und ich hoffe, es war nicht allzu lang. Nur noch ganz kurz, es gibt ganz, ganz wenige Fotos aus diesen Kinderheimen. Die wenigen Fotos, die überliefert sind, sind aus Nachkriegsprozessen, die zu diesen Kinderheimen geführt wurden. Hier zum Beispiel zu dem einen Kinderheim in Braunschweig. Und wenn Sie sich das kleine Kind auf dem Bild anschauen, dann sehen Sie schon, unter welchen Bedingungen das bis zur Befreiung gelebt hat.